Kopenhagen, Europas Kulturhauptstadt 1996. Heute Sehnsuchtsort für Design- und Architekturfreunde. Wir hoffen, dass wir Ihnen die Highlights der Stadt ein bisschen näher bringen können. Diese Veranstaltung ist erstmal schön, also man freut sich drauf, so wie das letzte Treffen in Hamburg, in der Elbphilharmonie, da trifft man Kollegen wieder, die man teilweise auch länger nicht sieht. Das ist ein riesen Network, ja? Also der Gedanke des Netzwerkens, dass man Informationen austauscht und zwar auch zwischen Herstellern, Firmen, den Sponsoren, die beteiligt sind, vor allem Heinz, die das zusammenführen, sehr schön. Ich finde es auch wichtig, weil nur im Kämmerlein seine Arbeit machen, es reicht nicht. Man braucht ständig auch hier die Reflexion, indem man mit Kollegen spricht, Erfahrungsaustausch macht und das ist ein Riesenpuzzle, das sich zusammensetzt, immer wieder. Ich fand das heute ganz lustig, dass mehrfach gesagt wurde, so sowas wie ein Klassentreffen. Das hat natürlich einfach nur den Effekt, oder es kommt, glaube ich, daher, dass einfach Leute sich schon einmal getroffen haben zu einem selben Format. Und das ist natürlich auch gut für einen weiteren Diskurs und, glaube ich, hilft auch sowohl den Firmen als auch Heinz, als auch den Kollegen untereinander, dass halt sozusagen so ein Austausch in so eine gewisse Bahn kommt und eine Kontinuität kriegt. Das ist natürlich ein sehr hochrangiges Format oder ein hochpreisiges auch, das darf man auch nicht vergessen. Also es geht nicht so für überall, aber es ist schon natürlich sehr beeindruckend, dass sowas auf die Beine gestellt wird.